Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Renegade REN 550S MK2. Die Firma Renegade ist so eine typische Marke für günstige Einsteigerprodukte, so ein typisches Massenmarktprodukt, das man in vielen Geschäften, auch großen Filialen, Elektronikfilialen und Elektronikketten kennt. Die REN 550S gibt es mittlerweile in mehreren Versionen, ich glaube in drei Stück. Ich habe in dem Fall hier die MK2, also die zweite Generation. Hat sich relativ wenig verändert, ein bisschen optisch. Aber ich glaube, so richtig, richtig große, massive Unterschiede, die jetzt nennenswert werden, gibt es bei dieser Endstufenserie nicht. Wir haben erstmal einen typischen Kühlkörpergröße, wie man das aus vielen Videos bei mir schon kennen. Mit hier so ein paar Zierschrauben drauf. Ja, ein bisschen Logo bedruckt, also relativ unscheinbar, Farbe schwarz, lackiert. Alles relativ einfach gehalten. An den Seiten haben wir natürlich wieder Einschlüsse, wie bei jedem Endstüfchen. Wir haben hier leicht gekapselte, also gekapselt angedachte, vergoldete Anschlussterminals mit relativ guten Kabelquerschnitten. Ich würde so sagen, bis ungefähr 16 Quadrat kriegt man hier rein. Wir haben eine Standard-Stecksicherung mit 30 Ampere. Wir haben unsere Power- und Betriebs-LED, Power grün, betriebsbereit, rot für Störung. Wenn wir irgendwas kaputt gemacht haben oder ein Kabel locker ist oder irgendwas nicht richtig stimmt, dann wird das Lämpchen eventuell leuchten. Dann können wir auf Fehlersuche gehen, dann wissen wir, da ist was faul. Dann haben wir unser Lautsprecher-Anschlussfeld, ist ebenfalls mit vergoldet und leicht gekapselt. Da haben wir den rechten und den linken Kanal. Die beiden können wir brücken, damit wir etwas mehr Leistung für den Subwoofer haben. Da nehmen wir dazu, was nehmen wir denn dazu? Bridget plus vom linken Kanal und vom rechten Kanal minus, und dann wäre die Endstufe gebrückt und wir können Subwoofer mit etwas mehr Leistung betreiben. Auf der anderen Seite haben wir unsere Cinch-Eingangsbuchse mit Input. Hier kommt das Cinch-Kabel rein, was von eurem Autoradio kommt. Hier, wo bei mir noch Schutzkappen drauf sind, sind noch zusätzliche Cinch-Buchsen. Dort können wir ein Cinch-Kabel anschließen und zu einer weiteren Endstufe das Cinch-Signal durchschleifen. Dann haben wir den High-Input. Bei dem High-Input gibt es ein Anschlusskabel, das stecke ich hier rein und kann dann das zu den Lautsprechern in der Tür oder in der Ablage oder in den Seitenverkleidung anschließen. Braucht dann nur noch ein Remote-Signal und spare mir dieses Cinch-Kabel. Falls wir zum Beispiel ein Originalradio haben, was kein Cinch hat, könnte man dann hier das Signal quasi einspeisen. Wir haben den Level-Regler, der das Eingangssignal quasi, was wir ihm dann hier mit dem Input geben, anpassen kann. Wir haben einen Bass-Boost, der ist schaltbar von 0, 6 und 12 dB. Also 0 wäre ohne und 6, Mittelstellung wäre 6 dB, rechts wäre 12 dB. Wir haben einen Low-Pass-Filter für den Subwoofer. Der sollte so im Bereich bis so maximal 80, 90 Hertz hochgedreht werden. Damit können wir dann quasi den Hochmitteltonbereich vom Subwoofer wegschneiden, damit der Subwoofer quasi keinen Bass spielt. Verwirrung. Damit der Subwoofer keinen Hochmittelton spielt, sondern nur Bass spielt, das was er ja soll. Dann haben wir den Hochpassfilter, der ist dafür da, den Bassbereich wegzuschneiden, damit die Lautsprecher, die wir anschließen, keinen Bass kriegen und etwas belastbarer und sauberer spielen. Dafür haben wir ja im Normalfall dann noch einen Subwoofer im Auto. Wir haben die X-Oberweiche, die können wir links auf Full stellen, das wäre ohne Filterung, dann wird überhaupt nichts gefiltert. Wir haben LP für den Low-Pass-Filter für den Subwoofer, da müssen wir auf LP stellen, die Mittelstellung. Oder rechte Stellung wäre HP für Hochpass oder Highpass für den Filter, um die Lautsprecher dann mit der Highpass-Weiche einzustellen. Leistungstechnisch haben wir 2x75 Watt RMS an 4 Ohm bzw. 2x135 an 2 Ohm. Gebrückt für den Subwoofer wären das also um die 250, 270 Watt ungefähr an 4 Ohm, die wir hier auf den Subwoofer geben können. Das reicht für eine Bassunterstützung voll und ganz aus. In Anbetracht des Preises von ungefähr 80, 90 Euro bei der Endstufe kann sich das schon sehen lassen. Das ist, wie gesagt, eine Einsteiger-Endstufe. Das ist kein sonst wie wahnsinniges, klangliches Monstrum. Die Abmessungen halten sich mit 25 x 23 cm und ungefähr 5, 6 cm Höhe recht human. Also wie die meisten gängigen Einsteiger-Endstufen. Und das war es eigentlich so im Groben, was man schon zu dem Gerät sagen muss oder sagen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne wieder ein Like da lassen oder einen Kommentar. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ich sage danke und ciao, bis zum nächsten Mal.